Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal RedHat7LP. Ich bin der Christian und wir schauen uns jetzt mal die Finalrunden der EM 2016 an. Im letzten Video habe ich ja bereits getippt, wie das ausgehen könnte. Heute Abend gibt's nun endlich das Finale zwischen Portugal und Frankreich. Aber wie sind wir da eigentlich hingekommen? Gucken wir uns mal die Spiele an. Schweiz gegen Polen stand zu dem Zeitpunkt der letzten Aufnahme schon fest. Da ist ja knapp Polen im Elfmeterschießen weitergekommen. Wales gegen Belgien stand ebenso schon fest, dass Wales 1-0 weiter war zu dem Zeitpunkt. Im Spiel Kroatien gegen Portugal habe ich ja auf Kroatien getippt. Ich habe einfach getippt, dass die ganz knapp dieses Quäntchen Glück mehr haben als Portugal. Und im Endeffekt hat es sich genau falsch herum herausgestellt, denn Portugal hatte dieses Quäntchen Glück und ist in der Verlängerung 1-0 weitergekommen. Und somit hat sich auch mein Tipp dort fürs Finale erledigt, denn ich habe vermutet, dass Kroatien auf Deutschland im Finale trifft. Das hat beides nicht so ganz hingehauen. Im Endeffekt hat sich jetzt Portugal durchsetzen können bis ins Finale. Ich hatte ja gedacht, dass dieses Glück Kroatien haben würde. Aber naja, dann hat es eben Portugal geschafft. Und das war auch mein erster Gedanke. So, wenn Kroatien dort in diesem Spiel rausfliegt, dann würde Portugal das einfach machen. Und sie haben es unter Beweis gestellt, sie sind durchmarschiert bis ins Finale. Gehen wir mal auf das letzte Spiel von dieser ersten K.O.-Gruppenhälfte ein. Das war nämlich Ungarn gegen Belgien. Und Ungarn ist ja in der Gruppenphase, glaube ich, ziemlich gut gewesen und als Gruppenerster, soweit ich das noch weiß, durchgegangen. Belgien hat die eiskalt mal 4-0 zerstört. Kann man mal machen. Das ist ein bisschen höher ausgefallen, als ich es vermutet hätte. Aber geile Sache. Und ich habe mich sowieso schon immer gefragt, warum Belgien bei Turnieren so schlecht abschneidet. Hier haben sie unter Beweis gestellt, dass sie eindeutig ein bisschen was auf dem Kasten haben. Auf geht's rüber zur zweiten K.O.-Gruppenhälfte. Das war nämlich im ersten Spiel Deutschland gegen die Slowakei. Und hier hat auch Deutschland unter Beweis gestellt, dass sie durchaus Tore schießen können. Eine Fähigkeit, die nachher etwas abgegangen ist, aber darauf gehen wir eben später nochmal ein. Das nächste Spiel war Italien gegen Spanien und hier habe ich auch auf Italien getippt, genau wie vorher schon auf Deutschland, dass die eben weiterkommen würden. Das Ding ist 2-0 ausgegangen, sieht ein bisschen eindeutiger aus, als es war. Ich glaube, das war deutlich knapper und ich hätte auch vermutet, dass das einfach irgendwie 2-1 oder 3-2 ausgehen würde. Aber hier hat sich Italien einfach ein bisschen cleverer angestellt als Spanien. Das hat Frankreich ja auch gegen Deutschland gemacht, aber wie gesagt, darauf gehen wir dann ja später ein. Ich habe mir auch gedacht, okay, wenn Italien auf Deutschland trifft, Italien ist einfach ein bisschen machbarer. Ich denke mal, wenn wir auf Spanien getroffen wären, dann hätte sich Deutschland bereits im Viertelfinale verabschiedet. Danach gab es noch das Spiel Frankreich gegen Irland. Frankreich konnte sich 2-1 durchsetzen. Ich glaube, die lagen sogar hinten durch einen Elfmeter für Irland. Hätte nicht gedacht, dass sie das nochmal gedreht bekommen, aber da war einfach diese individuelle Klasse so ein bisschen besser zu erkennen als bei Irland. Und dann kommt man halt nochmal weiter und kann dieses Spiel drehen. Und das letzte Spiel im Achtelfinale war England gegen Island. Und hier habe ich sogar auf Island getippt, sehe ich gerade. Und Island hat einfach England rausgehauen. Und das war im Vorfeld ja auch schon so ein bisschen zu erkennen, dass England einfach nicht in der Form ist, die sie haben müssten, um das Finale zu erreichen, beziehungsweise dann auch zu gewinnen. Und somit hat sich Island da durchsetzen können und ist im Viertelfinale gelandet. Dort gab es die Partie Polen gegen Portugal, wo ein 1-1 zustande kam und dann im Elfmeterschießen konnte sich Portugal durchsetzen. Also auch wieder ein bisschen mehr Glück gehabt als Polen. Vorher ja schon in der Verlängerung gegen Kroatien mehr Glück gehabt. In der zweiten Partie war dann Wales besser. Mit 3-1 gegen Belgien konnten sie sich durchsetzen. Und ich glaube, hier hat Wales sogar hinten gelegen mit 1-0 und hat dann doch nochmal 3 Tore rausgehauen. Generell ist mir irgendwie aufgefallen, immer die Mannschaften, die ziemlich hoch gewonnen haben, sind ein Spiel oder spätestens 2 Spiele später rausgeflogen. Wenn diese Einschätzung von mir stimmt, dann müsste Frankreich sogar im Finale verlieren, weil die einfach mal gegen Island 5-2 gewonnen haben im letzten Viertelfinale. Es war leider ein bisschen eindeutiger, als ich mir im Vorfeld erhofft hatte. Island wurde eiskalt überrannt. Island hatte halt auch das Problem, wie viele kleinere Mannschaften, dass sie, wenn sie ein Gegentor bekommen haben, sich meistens auch gleich ein zweites gefangen haben. Und dann war es ja auch in dem Spiel so, dass sie 2-0 hinten lagen. Dann haben sie sich wieder so ein bisschen gefangen. Dann haben sie kurz vor der Halbzeit irgendwie
noch ein 3-0 bekommen, um dann direkt auch noch ein 4-0 zu bekommen. Und dann hat Island noch ein bisschen was versucht mit dem 4-1, glaube ich. Und dann kam auch das 5-1 und dann zum Schluss das 5-2. Und war ein schönes Spiel, aber war halt sehr, sehr einseitig. Und Frankreich hat sich hier spätestens etabliert und gezeigt, ey, wir können doch richtig gut Fußball spielen und das muss nicht alles knapp sein. Wir haben es richtig drauf. Und das haben sie dann auch gegen Deutschland gezeigt. Deutschland hat ja gegen Italien 1-1 gespielt, dort schon einen Handelfmeter gegen sich bekommen. Haben sie im Spiel gegen Frankreich dann ja auch gegen sich bekommen. Bisschen doof. Ich find's auch sehr interessant zu sehen, dass Deutschland aus dem Spiel heraus bis zu dem Frankreich-Spiel kein einziges Gegentor bekommen hat, was aus dem Spiel heraus entstanden ist. Es waren immer Handelfmeter oder generell im Elfmeterschießen halt die Gegentore. Deutschland hat sich dann im Elfmeterschießen gegen Italien durchsetzen können. Da war ganz witzig, dass Sasa oder so heißt der Spieler, das war so ein Stürmer, der wurde eingewechselt in der letzten Minute der Verlängerung gegen Verteidiger, glaube ich. Und nur fürs Elfmeterschießen wird er eingewechselt. Dann legt er so ein Tänzelchen beim Elfmeterschießen hin und haut das Ding einfach mal vorbei. Damit hat er sich wohl selber ein bisschen mehr abgelenkt als alle anderen. Und da dachte ich, okay, Deutschland ist hier weiter. Dann tritt Müller an und Buffon hält. Dann kommt nachher, also Italien trifft dann, Özil tritt dann an und der haut den einfach mal gegen den Pfosten. Und da habe ich gedacht, okay, doch nicht Deutschland weiter. Italien hat das Ganze hier gerade gedreht. Deutschland fliegt jetzt raus. Und was ist? Italien verschießt auch nochmal. Und dann stand es auf einmal ganz plötzlich wieder unentschieden. Das fand ich aber gut, dass in dem Moment Italien verschossen hat, weil der Spieler hat so ein bisschen angedeutet, als er zum Punkt gegangen ist, er hat so die Geste gemacht, er würde Neuer jetzt überlupfen. Und dann war es einfach, das ist mir zu arrogant, so habe ich in dem Moment gedacht, hoffentlich verschießt er und was ist, er verschießt links unten vorbei. Und zum Schluss war es dann eben so, dass Neuer nochmal gehalten hat. Ich glaube, er hat gegen den Spieler gehalten, der im Spiel das Elfmeter-Tor gemacht hat, also sozusagen das 1-1. Und gegen den hat er dann nochmal gehalten, da hat er, glaube ich, hinterher auch gesagt, er wollte gegen ihn nicht zwei Tore kassieren und dann hält er den mal kurz. Und dann hat Hector nachher den letzten noch verwandelt und Deutschland war weiter. Dann ging es ins Halbfinale. Portugal konnte sich 2-0 gegen Wales durchsetzen, fand ich ein bisschen schade. Hier war es ja generell auch so, dass Portugal, Wales und auch Deutschland Spieler hatten, die verletzt waren bzw. gesperrt waren und dadurch ein bisschen eingeschränkt waren in der Qualität. Beziehungsweise die Qualität ist natürlich immer noch vorhanden, weil jeder Spieler oder die meisten Spieler, die für die Nationalmannschaft spielen, sind halt auch richtig gute Spieler. Aber die Routine hat halt dann auch gefehlt. Du konntest nicht mehr die Stammelf bringen, die du gebracht hättest, wenn alle Spieler vorhanden sind. Aber sowas gehört nun mal auch zu einem Turnier. Und da hat sich die Klasse von einem Cristiano Ronaldo gezeigt. Und vorher wurde ja auch dieses Duell aufgebaut. Cristiano Ronaldo gegen Gareth Bale. Und Gareth Bale hat auch richtig gut gespielt. Da war halt nur das Problem, dass ihn so ein bisschen die Mitspieler da auf seiner Qualitätsebene gefehlt haben. Und Cristiano Ronaldo hatte jetzt zum Beispiel noch einen Nani, der auch noch ein Tor gemacht hat. Und da hat man schon erkannt, okay, Portugal ist einfach noch ein Stückchen weiter, weil sie sind ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder oder durchgängig relativ präsent gewesen in den Turnieren. Und somit 2-0. Auch wenn ich es Wales gegönnt hätte, ich hätte ja generell gerne im Finale gesehen, Wales gegen Island, das wäre so lustig gewesen. Aber es hat nicht sollen sein, das erste Problem ist schon aufgetaut, als Island rausgeflogen ist. Dann ist hier im ersten Halbfinale Wales rausgeflogen und zu guter Letzt hat es natürlich auch Deutschland erwischt, die um Welten besser war. Also naja, was heißt um Welten besser? Fangen wir mal ganz vorne an. Also die ersten 10 Minuten war Frankreich um Welten überlegen. Also, ne, die waren einfach besser. Und hätten die so das ganze Spiel gespielt, dann hätte ich gedacht, okay, Deutschland verliert hier 1-5 oder so. Oder 0-5 in dem Fall. Aber es war auch ziemlich schnell zu erkennen, Frankreich wird dieses Tempo nicht lange durchhalten. Und dann wurde Deutschland ab der 10. Minute oder so auf einmal viel besser. Und hat die sowas von in ihrer eigenen Hälfte gedrückt. Da hat man so gedacht, okay, das Ding gewinnt Deutschland hier locker. Dann macht man aber die Tore nicht und zack, kriegst du die Rache dafür oder die Quittung dafür. Ich habe mir schon gedacht, wenn wir die Dinger vorne nicht machen, dann wird das Ding ein Konter oder so und wir fangen uns das Teil. Nee, war ein Handelfmeter gegen uns. Ja,
kann man mal pfeifen, muss man aber nicht, sagen alle, wie es auch immer ist. Also es war schon ein Handspiel, der Schiedsrichter hat es wohl nicht gesehen oder so, er hätte zumindest nicht gepfiffen, denn es hat ein bisschen gedauert, bis dieser Pfiff kam und keiner wusste so richtig, was wurde denn jetzt abgepfiffen. Im Endeffekt hat wohl der Außenlinienrichter da irgendwie ein Handspiel erkannt und dann wurde es eben gepfiffen und der Elfmeter ging rein. Tja, zweiter Handelfmeter gegen uns, blöd gelaufen, bis zu dem Zeitpunkt nicht ein Tor oder ein Gegentor aus dem Spiel bekommen. Da kriegt man halt die ganzen Elfmeter gegen sich, ne? Ist halt richtig doof gelaufen. Also es hat ja auch förmlich alles gegen uns gesprochen. So, unser Stürmer hat sich verletzt, viele andere Spieler waren verletzt oder eben gesperrt. Und dann hieß es auch noch, okay, italienischer Schiedsrichter, wir haben Italien gerade rausgehauen. So, das sind alles Faktoren. Also gerade der Schiedsrichter hat normal gepfiffen, finde ich. Okay, man hätte jetzt vielleicht die ein oder andere gelbe Karte gegen deutsche Spieler, zum Beispiel Emre Can, stecken lassen können. Aber, der wurde halt auch mal eine Ecke abgepfiffen. Ja, das sind alles so Sachen. Aber im Endeffekt hatte die deutsche Mannschaft lauter Chancen. Und wenn man den nicht macht, da hat halt dieser Knipser gefehlt, dieser Gomez da vorne drinnen, ne? So ein Klose oder so, der dann einfach mal Fuß zwischenhält und dann ist das Ding drinnen. Dann hattest du natürlich auch noch einen Müller aus der Form. Ist halt alles ein bisschen blöd gewesen. Götze wurde eingewechselt, den hast du gar nicht mehr gesehen irgendwie. Da hat man sich so gedacht, ah, vielleicht den Sané nächstes Mal ein bisschen früher bringen. Aber den greifen wir in 2 Jahren wieder an und das passt irgendwie schon. Deutschland hat auf jeden Fall ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Und ich möchte auch fast sagen, dass an diesem Tag eben die bessere Mannschaft den Hut ziehen musste und rausgeflogen ist. So gucken wir uns jetzt im Finale Portugal gegen Frankreich an. Und ich würde es lustig finden, wenn Portugal das Ding gewinnen würde, einfach weil alle davon oder damit gerechnet haben, dass dort aus dieser K.O.-Gruppenhälfte keine Mannschaft das Finale gewinnen würde. Weil die auf dem Papier stärksten Mannschaften waren Portugal, Kroatien und vielleicht noch Belgien. Während in der anderen K.O.-Gruppenhälfte da Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und England vorhanden sind und man sich auf jeden Fall gedacht hat, okay, von der Seite wird irgendeine Mannschaft gewinnen. Ich denke mal, Frankreich wird es im Endeffekt machen, aber ich würde es lustig finden, wenn Portugal das Ding macht. Und deshalb tippe ich einfach mal auf ein 2-1 für Portugal und hoffe, es wird ein geiles Spiel. Vielleicht noch ganz kurz zu erwähnen, richtig coole Spieler waren auf jeden Fall aus der deutschen Nationalmannschaft. Ein Kimmich, ein Hector, ein Sané. So, das sind so die jungen Talente, wo ich mir so denke, oh, hoffentlich können die sich über lange Zeit da etablieren in der Mannschaft und auch in ihren Clubs, dass sie möglichst viel Spielpraxis bekommen und dann vielleicht sogar die Weltmeisterschaft in 2 Jahren verteidigen. Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Nächstes Mal vielleicht noch einen Stürmer mitnehmen, aber ich habe auch mal so geguckt. Ich wüsste jetzt auch nicht, welchen Stürmer willst du noch mitnehmen. So, Klose ist zurückgetreten. Gomez war dabei, wo auch alle schon so gesagt haben, ich meine, der war in der Türkei Torschützenkönig, was eindeutig eine Berechtigung dafür ist, mitzukommen. Dahinter wird's aber dünn, ne? Wen hast denn da? Alexander Meyer vielleicht, der ist aber auch schon ziemlich alt. Da will ich darauf hinaus, dass wir irgendwie kein so richtig junges Talent haben, was ein Stürmer ist. Da happert's so ein bisschen. So ein richtiger Stürmer, der vorne im Strafraum einfach mal ein Bein zwischenhält. So. Kießling auch schon sehr alt. Max Kruse hätte man vielleicht noch, aber der ist wohl irgendwie aus dem Kader rausgerutscht, beziehungsweise hat wohl zum Schluss nicht mehr so gute Leistungen gezeigt, dass er nicht mehr dabei war. Ja, weiß ich nicht. Also momentan stehe ich auf dem Schlauch, weil ich meine, okay, ein Lasogga gab's noch oder auch ein Petersen oder so hieß der doch, der auch mal ganz kurz bei Bayern gespielt hat. Das ist halt das Problem. Du hast immer irgendwie ein Talent, was aufkeimt, das wechselt zu Bayern München, kriegt da nicht so wirklich Spielpraxis und geht unter. Oder es setzt sich im besten Fall durch. Ist immer schwierig. Das ist halt von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Und deshalb hoffe ich eigentlich auch so ein bisschen, dass ein Sané nicht nach Bayern geht. Also nach München wechselt. Allerdings könnte er sich da auch durchsetzen, aber das wird echt schwer. Ich sehe den eigentlich eher bei anderen Clubs, aber ich hoffe da echt das Beste und dass da noch einiges aus diesem Talent hervorgeht. Na gut, wie gesagt, ich hatte ja getippt, dass Kroatien, Wales, Deutschland und Frankreich im Halbfinale stehen. Okay, Kroatien wurde jetzt ersetzt durch Portugal sozusagen. Im Finale wären es dann Kroatien und Deutschland gewesen. Da hätte ich wahrscheinlich dann auf Portugal gegen Deutschland getippt. Ja, ist ja so 50-50 gewesen. War gar nicht so schlecht, waren gar nicht so schlecht die Tipps. Aber naja, ihr könnt mir ja ganz gerne eure Gedanken zur EM 2016 in die Kommentare schreiben. Vielleicht auch einen Tipp für heute Abend.
Ich bin jedenfalls raus und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.